Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA San Andreas im Remastered. Freunde, wie immer natürlich Dankeschön erstmal an jeden Unterstützer. Lasst auch hier gerne ein bisschen Liebe dafür das Video. Einfach liken, kommentieren. Wäre auf jeden Fall schon eine geile Hilfe. Und würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter, oder? Mit der Mission. Wir müssen ja immer noch den Raub hier vorbereiten, den großen. Oh, Alter, Junge, Elvis, der aller echte, er lebt doch noch. Krass. Ja. Was müssen wir noch vorbereiten? Nachdem er jetzt beim letzten Mal wirklich jeder einfach mittendrin ist. War auch eine geile Katzin, ey. Als er dann gesagt hat, verpisst euch, der eine so, bleibt da stehen. Ja, was machst du hier noch? Ja, ich lebe hier. Das ist schon geil. Also manchmal ist der Humor einfach nur geil, ey. Oder sehr, sehr oft, sag ich mal, bei Rockstar Games. So, okay. Wir bauen das Flugzeug. Wer könnte dafür besser geeignet sein als ich hier? Das zu steuern und zu fliegen, fliegt die Maschine zur Absprungmarkierung über den Damm. Irgendwie denke ich, ey, wir fliegen so langsam. Guck dir das mal an. Das ist ja nicht normal, ey. Oh, und zack, Matschepampe. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ich wollte gar nicht nach oben fliegen, ich habe gar nichts gedrückt. Alter, mach keinen Scheiß jetzt hier. Aber ich muss ja nur abspringen. Das sollten wir hinbekommen. Das sollten wir hinbekommen, oder? Alter, New York City da links. New York City! So, da ist auch der Damm. Muss ich jetzt hier raus, oder was? Bin ich zu hoch? Bin ich zu tief? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung vorne. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Zeichen kann ja alles heißen. Das Gelbe. Das kann ja jetzt in dem Fall heißen, ist es zu hoch oder ist es zu niedrig? Ich sehe aber auch keine Markierung oder sowas in der Luft. Aha, jetzt. Da war sie doch, die richtige Höhe, da war sie gerade. Da ist sie doch, da ist die Markierung. So weit oben, ey. Da ist sie doch. Wo soll ich jetzt landen? Ah, da, ja, da. Oh, scheiße. Das war nicht gut, dass ich den jetzt schon geöffnet habe. Oh, nee. Ich hatte ein bisschen Panik, ey. Ich wollte es nicht verkacken, wisst ihr? Dann lieber so, lieber langsam es sicher schaffen, als schnell verkacken. Nee, 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 nee. La 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 la. Ich sehe es jetzt schon kommen, ich werde die Landung trotzdem vergangen. Und wenn ich sehr viel Zeit jetzt habe, mir Gedanken zu machen, wie ich das mache, die Landung. Komm, das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Perfekt gelandet, perfekt gelandet, oh, okay. Fast perfekt, fast. Okay. Oh nein, der hat einen Knüppel, ey. Der auch. Was passiert denn, wenn die mich entdecken? Ist denn vorbei? Das ist die Frage, ey. Geht es?
Geht es? Soll ich's probieren? Finally, some action around here. We've got a 1037. It's the Sherman Dam. Komm her jetzt hier. You gonna back down soon? Boah, Junge, mit dem Dildo auf den Schwanz geprügelt bekommen. Das tut ja weh, Alter. Oh Mann, ey. Ist ja gerade nicht vorbei, ey. Da hätte ich mich auch einfach locker durchballern können. Mein Gott. Mach da nicht so einen Aufriss jetzt deswegen. Ist ja easy. Du musst unbemerkt bleiben. Okay. Jetzt. Okay. Das ist eine klare Ansage. Oh shit. Any sign of him yet? Not yet, but we've locked the quay entrance and the cops. Einfach Moonwalk auf der Stelle, krass. We got a light saying there's been a break-in. Ups. Das wollte ich gar nicht. We need more men in here. Das wollte ich gar nicht. Jetzt ist es passiert. Shit. Ich dachte nicht, dass sie so schlau sind, ey, und mich sofort entdecken. Komm, das kriegen wir auch so hin, oder? Nummer 1. Siehst du, der dahin kriegt nämlich gar nichts mit. Die sind gar nicht alarmiert. Erstmal die gute alte Wand boxen. We got a light saying there's been a break-in. Respond to a 1037. Das hat den gar nicht gejuckt erstmal. So. Also ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es somit die letzten Missionen im Spiel sind, sind die jetzt nicht so geil, oder? Finde ich. Auch die, die geht. Also da hatten wir schon deutlich geilere, oder? Vielleicht kommt ja gleich noch der große Knall. Also nicht nur durch die Explosion, sondern allgemein. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the fuck? Oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Boah, Junge, Alter, 10 von 10 Bewertung. Was ein Körper, ey. Respekt. Ja. Ja. Also. Geht so, man. Ehrlich gesagt. Geht so. Also war jetzt nicht so spektakulär irgendwie. Ja, wie gesagt, dafür, dass sie so mit die letzte Mission sind. Und man merkt bei dem Spiel auch wieder, bei so Oldschool-Spielen, oh, meine Stimme versagt gerade, wie angenehm, Freunde, wie angenehm Schnellreise ist, wa? Muss man ganz ehrlich sagen, ey. Wie angenehm Schnellreise ist. Ja. Ich meine, so, wenn eine Welt geil gebaut ist und so und interessante Plätze hat und so. Dann macht das ja Spaß, die zu erkunden auf jeden Fall, ist klar. Auch hier bei San Andreas und so. Aber manchmal hätte man schon ganz gerne die Option, oder? Also ich zumindest. Gerade wenn du so öfters die gleichen Gebiete abklappert. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier? Öfters die gleichen Gebiete abklapperst. Das hätte ich mir auch bei Red Dead 2 gewünscht. Ich meine, ich verstehe schon, warum die das nicht gemacht haben. Also, obwohl, da gibt es ja Schnellreise, aber es ist ja jetzt nicht jederzeit verfügbar, dass du jetzt, egal wo du in der Welt bist, direkt das einsetzen kannst. Ja, komm, kaufen wir das einfach mal. Warum nicht? Aber, ist schon entspannt, ey, wenn du das kannst. So. Ich würde sagen, wir machen die weiter, oder? Die... Ja, müsste jetzt nur irgendwie zurückkommen.
Doch ein Fahrzeug. Mein Truck will ich jetzt nicht unbedingt. So einer auch nicht. Warum gibt's hier in der. Warum gibt's hier in der Gegend nur Müllscheiße, Mann? Was sich Fahrzeug nennt. Junge, was geht? Oh, da ist ein Motorrad. Naja. Ey, wie gesagt. Ich freue mich einfach. Ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich freue mich auf GTA 6. Ich bin echt gespannt. Ich meine, da gibt es ja schon Gerüchte. Es ist auch immer wieder interessant, dass Leute. Gerüchte, dass sie. Dass Leute immer Gerüchte denn als. Das wird auf jeden Fall so. Ja, irgendwie soll ja. Dass das angeblich in Florida oder Miami spielt und die Leute haben das irgendwo mal aufgeschnappt und denken, das ist ja, das ist fest. Das ist schon festgeschrieben, Alter, das muss so passieren. Dass manche das immer bis heutzutage immer noch nicht vergessen, immer noch nicht verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gerüchte, Leaks und bestätigten Informationen. Das ist also, ich verstehe es nicht, was daran so schwer ist. Aber, weiß nicht, keine Ahnung. Ich meine, GTA muss ganz, also Rockstar muss man ganz ehrlich sagen, die sind extremst gut darin, vieles unter Verschluss zu halten. Also, dass du wirklich lange nicht 100% weißt, was passiert da eigentlich wirklich. Das ist bei anderen, Ubisoft zum Beispiel, bei Ubisoft ist es ja so gang und gäbe, dass da irgendwie ein, zwei Jahre vor den Spielen, bevor die rauskommen, man schon Setting weiß, man weiß genau, wann das Spiel, dies, das, das ist ja schon seit Ewigkeiten schon. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals schon Videos gemacht habe zu Assassin's Creed Unity und ja, französische Bilder geleakt worden aus Paris und so. Da gab es ja schon Leak-Bilder ein Jahr vor Release und so weiter. Also richtige Bilder, richtige Beweise. Und da muss man sagen, Rockstar macht das schon deutlich besser. Ich finde es echt, ich finde es auch angenehm in der heutigen Zeit. Ich meine, ich weiß nicht, Alter, damals, Mann, was soll denn das jedes Mal? Hört doch auf. Man, in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ich sehe das ja auch zum Beispiel bei Spider-Man jetzt aktuell. Da wird ja jeder einzelne Hosen-Scheiß-Furz einfach gespoilert in jedem Trailer. Wenn du dir die ganze Teaser-Trailer anguckst, dir wird da eigentlich alles vorweggenommen. Ja, und die Leute fragen sich immer noch, oh, sind die anderen beiden Spider-Männer auch dabei oder nicht? Das ist, für mich ist es quasi schon bestätigt. Und ich frage mich so die ganze Zeit, ich verstehe das, warum die das machen. Weil es gibt ja zwei Varianten. Entweder bist du die ganze Zeit bedeckt, hältst dich bedeckt, ja, verrätst kaum was, damit die Leute richtig gespannt sind, ey, was passiert da? Oder du streust immer selber so ein paar Informationen, ey, ja, Scorpion sag ich schon, ja, hier, keine Ahnung, hier, Elektro ist dabei, dann ist auch Dr. Octopus ist auch dabei und so, guck mal, hier, neuer Trailer, dies, das, dass du die ganze Zeit im Gespräch bleibst, weißt du, es gibt ja die beiden Taktiken und Sony macht das genauso jetzt mit Spider-Man, es ist ständig irgendwie ein neuer Teaser-Trailer, wo nochmal eine neue Szene zu sehen ist, gefühlt kenne ich schon den ganzen Film, ich weiß nicht, also... Alright. Here's the plan. Ja. Welche Variante findet ihr besser? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question: How does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes and Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we're gonna go get some cop wheels. You get the Packer, hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Du musst vier Polizei... Oh, shit. Okay, gut. Ja, Freunde, ballert mir mal in die Kommentare, was findet ihr besser so? Oder wie seid ihr so drauf bei Spielen, Filmen und so Serien, die euch interessieren. Versucht ihr vorher schon so viele Informationen zu bekommen, wie ihr könnt, dass ihr euch wirklich so, keine Ahnung, Theorien reinzieht, Trailer, Video, Teaser, alles drum und dran, Info, jeden Schnipsel, oder geht ihr da so einen Mittelweg oder sagt ihr, wenn der neue Spider-Man-Film angekündigt wird, also wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben. Ich gucke sowieso jeden Spider-Man-Film, ich muss gar nicht die Trailer sehen, ich weiß sowieso, mir wird es, ich werde da reingehen, so oder so. Ich will mir das aufspannen oder sowas. Ich weiß nicht, ey, manchmal, keine Ahnung, das hat sich bei mir, also keine Ahnung, das ist immer so von Fall zu Fall irgendwie unterschiedlich. Weißt du, ich weiß nicht, ich finde es aber eigentlich ganz geil, aber das lässt sich heutzutage in der Internetzeit halt nicht vermeiden. Eigentlich finde ich das ganz geil, so überrascht zu werden, aber, wie gesagt, das lässt sich kaum vermeiden, ne. Es lässt sich kaum vermeiden.
Aber wie krass wäre das jetzt zum Beispiel, hättest du gesehen, wärst du im Kino, willst dir den neuen Spider-Man-Film angucken, du weißt gar nichts. Du weißt einfach nur, wie ist das vielleicht das Ende von ihm, was passiert da? Der ist am Sack und so. Krass, Alter. Und plötzlich kommen die ganzen Bösewichte, die jetzt schon gezeigt wurden, ganz öffentlich. Und du denkst dir, what, was geht, Alter? Und im nächsten Moment kommen dann die anderen Spider-Männer. Das wäre ultra krass. Stellt euch das mal vor. Ihr kriegt das erste Mal im Kino mit und der ganze Kinosaal geht voll ab, Alter. Das sind so die Momente im Kino, wo dann alle jubeln und nicht nur schmatzen und reden die ganze Zeit, sondern wirklich mal sich für den Film interessieren. Das wäre krass, Mann. Aber das werden wir nicht erleben. Naja. Obwohl, ich denke mal, wenn die auftauchen auf dem Bildschirm das erste Mal, dann werden die Leute trotzdem jubeln. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So dieser Überraschungseffekt ist ja jetzt nicht mehr vorhanden, denke ich mal. Für die meisten zumindest. Weißt du eigentlich schon klar, wie Kloßbrühe ist. Was ist eigentlich diese Kloßbrühe? Ich habe die noch nie gegessen, Alter. Ist die geil? Schmeckt die? Oder was ist das, Alter? Diese Scheißendreck Kloßbrühe. Warum zeigt er mir den Weg jetzt nicht an? Hast du einfach keinen Bock, oder? Okay, gut. Danke, Spiel. Gut. Mensch. Naja. Gut. Ich weiß nicht, wie ich schon wieder auf dieses Thema gekommen bin. Aber jetzt haben wir es halt mal besprochen. Ne? Wurde ja auch mal Zeit, dass wir auch darüber mal sprechen. Alles ja komplett falsch weggenommen. Weil ich ohne Navigation System einfach komplett aufgeschmissen bin. Alter, guck mal. Habt ihr gesehen? Ach, das geht nach Zeit. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße. Das geht nach Zeit. Das sehe ich jetzt erst. Ohne Scheiße. Das habe ich die ganze Zeit nicht beachtet. Weil ich die ganze Zeit nur am Labern war. Irgendeine Scheiße. So. Ist der hier? Nee, der ist hier nicht. So. Holy moly, ey. Off the bike. Na komm, nimm's dir. Das zu dem Blauen wird mir auch nicht angezeigt, der Weg. Wie ich am besten fahre. Was soll denn das? Mann. Was war das denn, Alter? Habt ihr das gesehen? Geil, nicht schlecht, nicht schlecht. Wo ist er denn jetzt, Mensch? Wie fahre ich denn jetzt am besten, ey? Was soll denn das, ey? Das ist doch... Boah, hätte er mich jetzt gepackt, hätte ich die alle noch umgelegt, wa? Ich schwör's euch. Ich weiß nicht, wie ich am besten fahre jetzt. Was ist denn das jetzt? Zeig mir noch den Weg an. Was ist denn los mit dir, Spiel? Machst du schlapp? Geradeaus ist, glaube ich, besser, oder? Glaube ich hier geradeaus jetzt hier? Hier? Oh, shit. Okay, danke. Hier auf der Autobahn ist er. Scheiße, es geht alles nach Zeit, ey. Verpisst euch, ihr kleinen Pisser. Na, wo ist er denn? Okay. Oh, shit. Hey, 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 hey! Hey, hey! Hör doch auf! Oh, okay. Kennt ihr das? Du drückst einmal, dass du aufs Bike gehen willst und dann hört er nicht auf. Und dann kommst du erstmal nicht aus der Animation raus. Gib doch mal das Auto jetzt her, ihr kleiner Penner, du, ey. Steig doch ein! Ja, tut mir leid, ey. Ich wollte mir eigentlich ein Motorrad schnappen. Na gut, ey, Freunde, wisst ihr was? Wir hören hier aber erstmal auf. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Denn, dann haben wir beim nächsten Mal das große Finale wahrscheinlich, oder? Mit der dicken Action. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr habt Bock. Ansonsten war's das. Danke fürs Zusehen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Ich meine, wie gesagt, im Internet ist halt schwer, das zu vermeiden, wenn man da irgendwie vorher nichts mitbekommen will. Da muss man sich irgendwie gefühlt,
Einfach komplett abmelden von allem. Naja. Gut, wir hören uns. Haut rein. Tschüss.